Jo Leute, hier ist wieder einmal heute nicht alleine, sondern wieder mit Kenny Gamer 99 Servus und Edge Killer Zero One. Und heute probieren wir den Hi Leute. Spielmodus aus, der Beste. Und ja, darin geht es darum, wer die Beste ist, muss probieren, alle Kontrollpunkte einzusammeln, während die anderen Spieler ihn jagen können. Und ja, die Beste hat keine Waffe, aber hat dafür ziemlich gute Skills, wie zum Beispiel schnell rennen oder eine riesengroße Kraft. Und ja, die anderen haben Minigun, Railgun, Raketenwerfer und so weiter. Und eben ihr Ziel ist, mich aufzuhalten, die Beste jetzt in dem Fall. Und eben, ja, ich würde sagen mal, zeige noch mal, wie das geht ein bisschen. Wollen wir uns jetzt erstmal treffen, dass wir dich mal zeigen können, vielleicht? Ja, ich bin hier bei der Treppe. Komm jetzt hier hoch. Treppe. Ich bin hier gleich am Eingang. Hier, hier richtig Start fährt, wieder da vorne über den. Ach da, ja, okay. Ja, eben ist hier. Es gibt irgendwie, ich glaube, 5 verschiedene Schlitzer-Maps, also erstmal Beste gegen Schlitzer. Eben hier bin ich. Stopp, bleib mal stehen. Hinter dir. Ach hier. Du mal jetzt nicht angreifen. Also so sieht er aus, die Beste dann. Genau. Die zwei. Ihr Ziel ist es, mich zu killen. Und eben die macht auch komische Geräusche. Wie schnell ich jemanden ausknipsen kann. Einmal eine Faust. Tot. Tot. Und ihr seht auch, der ist übel schnell. Also es ist schon relativ schwer, das Monster sozusagen zu töten, weil also der ist so schnell. Und mit einem Schlag seid ihr und down. Der hat richtig viel Leben. Ja, das stimmt. Und wir wollen euch jetzt auch mal zeigen, wie viel Leben der insgesamt hat. Also wie lange man draufballern muss mit normalen Waffen. Bis er stirbt. Jetzt hör mal auf, uns zu killen, jetzt versuchen wir dich mal zu killen und bitte renne weg. Ja, warte noch ganz kurz eben. Ich muss eben diese Kontrollpunkte aufsammeln, wie ihr gesehen habt. Und dann erscheine ich kurz auf der Map wie die anderen Spieler. Wenn ich das nicht schaffe in der Zeit, dann habe ich verloren. Eben, also ein Raketenwerfer ohne Schüsse. Warte mal, nur mal Schüsse und nur mal Schüsse. Wo bist du? Eben Schüsse. Ach da. Also ihr seht schon. Erst jetzt bin ich gestorben. Erst jetzt. Aber gut, okay, man muss auch dazu sagen, du hast auch davor schon Raketenwerfer abbekommen. Genau, stimmt, also wirklich. Und ja, eben, darin geht es hauptsächlich, die Bestie muss die Kontrollpunkte einsammeln und ja, und die anderen müssen ihn dabei hindern und so weiter. Und man verdient richtig gut Kohle. Also das heißt, wenn wir zu viert machen, die Gewinner verdienen so bis zu 10.000. Also es dauert zwar vielleicht so, ich glaube, so zwischen 7 und 10 Minuten das Ganze. Ja. Aber probiert es auf jeden Fall mal aus. Und ja, eben noch schnell für meine Zuschauer, ich zeige auch mal, was ich, also die der Schlitzer, was der alles hat. Alter, wie schnell ja, rennen die? Ich bin jetzt gerade Bestie, die sind ja übel schnell, ey. Schwurflinte, Karabiner. Kann ich dann auch nochmal Schlitzer, Dings sein, damit ihr auch meine. Leuchtpistole. Und Taschenlampe und Messer, also alles zur Verfügung. Und ich habe eine Railgun, eine Pump Action Schrotflinte, eine Schwerscharfschützengewehr, oder ein Schwerscharfschützengewehr, ein Karabiner, Leuchtpistole und eine Nummerliste. Haben Sie es gesehen? Und noch auf jeden Fall mal ein Kollege von mir macht auch, den habe ich nicht gesehen. Alter, wie schnell ist er? Kennst du? Ja. K-May. Und ja, versuch. Ich check dir mal seinen Kanal ab. Ja. Er ist K-May auf YouTube. Also für die jetzt bei mir gucken, ihr seht schon, man hält übel viel aus. Die haben überhaupt keine Chance, wenn die mal drauf ballern. Dann rennen wir jetzt weg, und weil dann will ich noch meinen Zuschauern zeigen, was die Beste so kann. Warte, wir treffen uns noch an einem speziellen Ort. Ich würde sagen, die Treppe wieder. Jo, hör auf. Okay, ich hoffe. Jo, also ihr seht schon, mit der Bestie, man hat da auch einen Schlag, oder? Was hat man? Ah ne, das sah so aus, als hätte man einen Schlag kriegen. Also ist damit richtig stark. Ja, lass hier vorne wieder treffen. Am Parkplatz, lass am Parkplatz treffen. Und ihr seht schon, man ist damit übel schnell und kann hier so richtig im Zickzack rennen. Nicht schießen! Achso, ja, okay. Doch.
Also ihr seht schon, man hält schon relativ viel aus. In der Zeit kann ich ihn 5-mal töten. So, ne, also ihr habt schon gesehen, das dauert übelst lange. Und Xayme hat natürlich wieder den Kill geklaut. Ich hab mit Kopfschüssen gearbeitet. In der Pump kann und mit Kopfschüssen. Also, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt alles gesehen, damit das nicht allzu lange dauert, das Video. Nee, meine Zuschauer haben nichts gesehen. Ja, ja, aber du hast ja auch die Beste gezeigt. Hey, what the fuck, wie kann der so hoch springen? Alter, ja. der springt hier übelst hoch, wie macht er das? Gibt es irgendeine Fähigkeit, wie man hoch springen kann? Der ist gerade übelst ja, hochgeflogen. Sonst müssen wir 7 Minuten warten. Alter, guck mal, wie hoch der springen kann. Ja, ich hab's gesehen. Alter, wie geht das denn? Aber ja, auf jeden Fall, wir haben ja alle die Bestien einmal gesehen, auch wenn wir sie nicht selber waren. Wir haben sie gesehen, was sie alles kann. Und ich würde sagen, sonst müssen wir über 7 Minuten warten. Ich würde sagen, verabschieden uns da mal. Oder ja. MC, hast du noch was zu sagen? Oder Kenny? Ja, ciao Leute. Ne? Und ich würde sagen, heute kommt noch ein Video. Das ist ein Weihnachtsspecial von uns dreien. Und ja, ciao. Jo, von mir auch auf jeden Fall. Macht's gut, Leute, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr wisst, was zu tun ist. Und ja, da sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.